Mittag, 17.30 Uhr, zu unserem Heilungsgottesdienst. Für die, die es nicht wissen, oder für die, die es erste Mal dabei sind, es ist ein Gottesdienst, wo Leute geheilt werden. Es ist nicht ein Gottesdienst, wo man für die Leute beten, sondern es ist ein Gottesdienst, wo Leute geheilt werden. In Frankreich gab es eine Bewegung, das ist mein Heimatland, vor in den 80er Jahren. Und da haben ganz, ganz viele Leute sich bekehrt und es war eine riesige Erweckung. Und die Gottesdienste haben überall geheißen, komm und sehe. Und ich möchte sagen, schade, dass das Wort noch fehlt. Und ich wünsche mir so Gottesdienst, dass Leute kommen, hier oder am Fernsehen, und dass sie sehen, was Gott macht. Ich möchte, dass du lernst zu sehen, was Gott macht. Es ist so fantastisch, wenn du sehen kannst. Ich weiß noch, in einem Gottesdienst kam ein Ehepaar und die Frau hatte einen Motorradunfall gehabt und hat den Arm ein paar Mal gebrochen und konnte nicht ganz bewegen und war auch kürzer. Und dieser Mann war Atheist. Und ich sagte dann am Ende, ich möchte für sie beten. Und sie sagt, ja, wir sind von Weitem gekommen. Und der Mann sagt, aber ich bin Atheist. Und dann macht er die Augen zu, während ich anfange zu beten. Und dann sagt, ich sehe mir, Herr Atheist, warum machen Sie die Augen zu? Sie glauben doch nicht. Wenn Sie nicht glauben, dann möchte ich, dass Sie sehen. Und dann guckt er mich so an, dann macht die Augen auf. Und ich betete und innerhalb 30 Sekunden, 40 Sekunden hat es dreimal gekracht und der Arm ist ganz gerade geworden, ist rausgegangen. Sie konnte wieder bewegen, war total geheilt. Dieser Mann, ein überzeugter Atheist, hat gesehen. Das Ergebnis, dass er den anderen Tag angerufen hat. Meine Frau war gerade am Telefon und er sagte, er möchte sich taufen lassen. Und meine Frau sagte, es ist hinter diesem Mann gestern Abend, dieser Herr, wie da war, wie gesagt, er ist Atheist. Und dann sagte er, ja, ich habe die ganze Nacht die Bibel gelesen und habe gesehen, dass Jesus sich taufen hat lassen. Ich will mich auch taufen lassen. Und der Mann hat sich dann taufen lassen, zum Glauben gekommen, weil er gesehen hat. Und ich glaube, das ist etwas, wie ganz stark zurückkommen soll, dass die Leute kommen und sehen werden. Nicht, dass wir schöne, fromme Gebete machen und die Leute streicheln, sondern dass ihr seht, wie Menschen geheilt werden. Dass ihr seht, wo Leute fast nicht mehr gehört haben, wo sie fast nicht mehr gesehen haben. Dass sie plötzlich wieder sehen werden, dass sie hören werden. Dass Leute, die nicht mehr laufen konnten, wieder laufen. Dass Leute, die Schmerz haben, keine Schmerzen mehr haben. Das ist kommen und sehen. Und das ist, was ich mir wünsche. Und ich wünsche mir auch wieder, dass wir viele Leute wieder kommen und Zeugnis geben, dass ihr seht, welche Wunder Gott heute machen möchte. Und ich möchte, dass ihr im Geist sehen könnt. Und ihr könnt es auch wahrscheinlich bald in unserer Zeitung die Taube lesen. Leute, wie geheilt worden sind heute Mittag. Aber vorher möchte ich euch ein Wort von Johannes 7 lesen, wer wahrscheinlich alle kennt. Und es passt auch sehr gut zu Pfingsten. Es war nicht Pfingsten, sondern es war ein anderes Fest in Jerusalem, das Laubhüttefest. Das Laubhüttefest ist ein Fest, wo Gott selbst gesagt hat, ich möchte, dass er jedes Jahr dieses feiert, aber ganz besonderes Datum, als Erinnerung, dass ich euch von Gefangenschaft in Ägypten rausgeholt habe, das Rote Meer gespaltet habe und euch das Leben geschenkt habe. Und wenn ihr dieses Laubhüttefest macht, werde ich selbst unter euch wohnen. Und in Israel war gerade in Jerusalem dieses Laubhüttefest. Und ich lese euch einige Verse vor. Und am letzten Tag von diesem, der große Tag dieses Festes, stand Jesus und rief laut und sprach, wenn jemand Durst hat, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leiben werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er aber von einem Geist, die ihr noch nicht empfangen habt, aber wie kommen sollte. Jesus sagt, wer Durst hat. Und ich möchte fragen, Dursthabener Jesus, wie kann man Dursthabener einem Mensch? Ich sage dir etwas, wenn du verliebt bist, dann verstehst du das. Wenn du richtig verliebt bist in jemand und die Weise kommt in 2 Tagen dich besuchen, dann hast du Durst. Wo? In dir drin. Du hast Sehnsucht nach dieser Person. Wir können Sehnsucht haben nach Gott. Wir können Sehnsucht haben nach Jesus.
Wir können Sehnsucht haben nach Erlösung. Wir können Sehnsucht haben nach Heilung. Wir können Sehnsucht haben nach Freiheit. Wir können Sehnsucht haben nach Heiligkeit. Wir können Sehnsucht haben nach Vergebung. Wir leben in einer Zeit, wo zurzeit in unserem Land oder weltweit alles erschüttert wird. Und diese Sehnsüchte, wo Leute gehabt haben vor 2 Monaten, verändern sich. Wo Leute Sehnsucht gehabt haben nach Karriere, nach Ruhe, nach Hausbau und Visionen gehabt haben und nach Urlaub. Es wird eine Zeit kommen, wo andere Sehnsucht Menschen berühren wird. Und du, wie da bist, wie gläubig bist, ich sag dir etwas, du wirst sehen, wo plötzlich Menschen, die kein Interesse gehabt haben an Gott und an Glauben, sie werden Sehnsucht bekommen. Sie werden Sehnsucht nach kommender Antwort, dass es etwas, wie es mehr gibt, als das, die materielle Sicherheit, als Mammon, als Erfolg. Plötzlich die alte Sehnsucht geht verloren und Menschen suchen eine neue Sehnsucht. Wo werden sie die finden? Bei denen, wie strömendes Wasser, strömender Geist rausfließen wird. Sie werden diese Quelle suchen. Menschen, die Sehnsucht haben nach Gott, werden suchen nach Menschen, die getrunken haben von ihm. Jesus sagt, wer Durst hat, und ich kann das sagen, es fängt an, wo Leute Fragen stellen, sie haben Durst. Sie haben Durst nach Wahrheit. Ihres Vertrauen zu Versprechen von Politikern, von Ärzten, wird immer irgendwo kleiner. Es sind halt Worte. Und sie fangen an, Zweifel zu bekommen. Und ich kann auch sagen, es ist gut, dass wir manchmal Zweifel haben auf Versprechen von Menschen. Aber ich sage dir etwas, die Versprechen von Gott, da kannst du drauf bauen. Du wirst nie enttäuscht sein. Und das Wort sagt, wenn jemand Durst hat, dann komm zu Jesus. Komm und trinke. Glaube. Und du wirst erleben, wie an deinem Leben Ströme des lebendigen Wassers rausfließen. Wasser in der Bibel ist öfters ein Symbol für Geist. Der Heilige Geist wird fließen von dir. Es ist fantastisch, wenn der Heilige Geist fließt von dir. Wenn du anfängst zu reden, kommen deine Worte raus und durch deine Worte, auf deine Worte, auf dein Zeugnis, auf dein Gebet, auf deine Prophetie wird Geist draufkommen. Und Worte ohne Geist sind tot. Und Worte mit Geist sind lebendig. Und heute Mittag möchte ich Worte des Lebens aussprechen. Du sollst Worte hören, wie du vielleicht schon ein paar Mal gehört hast, aber du sollst spüren, dass der Heilige Geist auf diesem Wort drauflegt. Und dann werden Worte eine Kraft. Wer Durst hat, hast du Durst, das anderes Wort, hast du Sehnsucht nach Jesus, der Sohn Gottes, wie gestorben ist für die Menschen, der größte Heiler aller Zeit, der größte Befreier aller Zeit, der Friedenfürst, der Messias. Wenn du denkst, es war eine schöne Geschichte vor 2000 Jahren, dann hast du keine Sehnsucht. Ich sagte, Jesus hat gesagt, ich werde bei euch sein, bis der letzte Tag des Lebens. Und ich weiß, wenn ich hier heute Mittag stehe, ist Jesus bei mir. Er ist bei mir und er ist in mir. Und die Ströme des lebendigen Wassers fließen aus mir, weil ich Durst nach ihm habe. Ich habe nicht Durst nach Gottesdienst, ich habe nicht Durst nach großer Versammlung, ich habe Durst nach ihm. Ich habe Sehnsucht nach ihm. Er ist mein Erlöser. Und heute Mittag möchte ich sagen, finde wieder diese Durst in dir drin. Billy Graham, einer der größten Evangelisten, hat gesagt, es gibt kein Mensch auf Erde, wie nicht 2 oder 3 Mal in seinem Leben minimal eine Zeit gehabt hat oder Durst nach Gott und Durst nach Jesus gehabt hat. Aber wenn die Leute keine Quelle gefunden haben, wenn die Umstände stärker waren, ist es versiegt und ist wieder weggegangen. Komme. Wer Durst hat, komme. Komme ist bedeutet, dein Herz einen Schritt aufmachen. Nicht höre mit deinen Ohren, sondern am Mittag sagen, okay, ich möchte es mal probieren, Jesus. Ich mache mein Herz auf.
Ich möchte, dass du mein Herz berührst. Ich möchte, dass diese Ströme des lebendigen Wassers, diese Kraft vom Heiligen Geist, mein Herz berührt. Es langt nicht, körperlich etwas zu spüren, sondern es muss tief in dein Herz hineingehen. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Trinke bedeutet nehmen. Möchtest du heute Mittag nehmen? Möchtest du heute Mittag sagen, ich nehme. Ich will heute Mittag nehmen. Alles, was er so gegeben hat, will ich nehmen. Und das dritte und das vierte, was er verlangt, ist noch, glaubt. Und jetzt möchte ich dich fragen, glaubst du, dass Jesus Christus, der Messias ist, von Gott gesandt, für deine und für meine Sünde zu sterben? Er ist gekommen, um zu bezahlen. Er ist gekommen, weil er dich lieb hat. Weil er diese Sündelast, dieses schlechte Gewissen dir wegnehmen möchte, dass du Frieden hast. Du hast nichts gemacht. Du hast es nicht verdient, ich auch nicht. Und er ist gekommen. Es ist Gnade. Glaube. Weißt du, Heilung langt nicht allein. Die Brüder von Jesus, kann man lesen, paar Sätze vorher, sagt es ihm, geht doch jetzt nach Jerusalem. Es ist Zeit. Zeige doch die Wunder, wie du machen kannst. Zeig es doch den Leuten, dass du bekannt wirst. Und dann steht geschrieben, dass die Brüder von Jesus, die leiblichen Brüder von Jesus, glaubten nicht, dass er Gottes Sohn ist, der Messias. Es ist doch halt unser Bruder. Er tut Wunder. Aber er ist unser Bruder. Kannst du dir die Geschichte vorstellen? Maria, die tolle Frau Gottes, hat Jesus gebärt. Sie war dabei. Sie hat die Verheißung bekommen. Es war kein normales Kind. Es war ein Kind vom Heiligen Geist. Und Maria war dabei, als Jesus das erste Wunder gemacht hat. Als er Wasser in Wein verwandelt hat. Sie war dabei. Und sie hatte Diener gesagt, alles was dieser Jesus, mein Sohn, euch verlangt, macht es. Sie wusste, dass jetzt Wunder kommen. Sie wusste, das ist der Messias. Es ist der Sohn Gottes. Und sie konnte ihre eigenen Kinder nicht überzeugen. Es steht geschrieben, die eigenen Brüder, die Geschwister von Jesus, glaubten nicht, dass er dieser Messias ist. Du kannst Heilung bekommen. Und es ist gut, dass du Heilung bekommst. Du kannst sehen, wie in einer Sekunde Krankheit, wie Schmerzen, wie Arthrose, wie Gicht sich auflöst. Aber es ist nicht alles. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus ist, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus was gesagt hat, ich bin die Wahrheit, der Weg. Es kommt niemand, niemand zum Vater, es kommt niemand zu Gott, außer durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Wenn du das glaubst, dann bekommst du Leben. Weißt du wo? In deinem Herz. Du kannst heute Mittag geheilt werden, aber du kannst weggehen und dein Herz ist tot. Du freust dich, weil die Schmerzen weg sind. Aber dein Herz ist tot, weil du keine Friede von Gott da drin hast. Heute Mittag brauchst du nicht allein Heilung, sondern du musst diesen Glauben haben. Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes. Und es gibt nur einen Weg, zu Gott zu kommen. Der heißt Jesus. Keine Religion. Keine Glaubensgemeinschaft, keine Werke. Ist egal, was du machst, du kommst nicht zu deinem Vater, zu deinem Gott, außer durch Jesus Christus. Wenn du Ja sagst zu dieser Aussage, obwohl sie vielleicht ganz hart ist, aber wenn du Ja sagst zu dieser Aussage, dann ist in dem Moment ein Weg, wie weitergeht bis zum Gott, den Vater. Und du wirst das Leben Gottes in dir haben und der Friede Gottes in dir haben. Glaubst du, dass Jesus Christus der Messias ist, von Gott geschickt, um die Sünde der Welt zu tragen und zu sterben für dich, wenn du glaubst? Wenn du Ja sagen kannst in deinem Herzen, dann wird in dem Moment die Ströme des lebendigen Wassers in dich hineingehen und du wirst spüren, dass dein Herz wieder lebt. Ich kenne so viele Leute, die sind erfolgreich,
ein schönes Haus, eine schöne Wohnung, Karriere gemacht, bekannt. Und ihr Herz ist so leer. Warum gibt es denn so viele reiche Leute, erfolgreiche Leute, die Selbstmord machen? Weil ihr Herz tot ist. Und der Tod zieht tot an. Gott ist Leben und er zieht das Leben und er spendet das Leben. Und wenn Leben da im Herz drin ist, dann ist die Beziehung zu Gott da. Und du wirst Lust haben zu leben. Du musst nicht heute Abend ins Bett gehen und den Eindruck haben, hier ist ein Stein drin, wie tot ist. Du musst es nicht. Du kannst heute Abend ins Bett gehen und schlafen wie ein kleines Kind und glücklich sein, weil das Leben Gottes in dich hineinkomme. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus der Messias ist und für dich ganz persönlich gestorben. Wenn du glaubst, er hat deinen Schuldschein. Und wenn er 30, 40, 50 Jahre alt ist, genommen hat und es erreicht ihn. Deine ganze Sünde von deinem ganzen Leben kann Jesus, wenn du es willst, zerreißen. Und weißt du, was Jesus zerreißt auf Erde, ist zerrissen im Himmel. Ich sage es nochmal, weil ich spüre gerade, dass Ströme des lebendigen Wassers über dieses Wort kommen. Deine ganze Sünde, wie du gemacht hast, wie jeder Mensch war, sind aufgeschrieben. Und es bedeutet Tod. Tod da drin. Wenn du zu Jesus kommst und sagst Ja zu ihm, dann nimmt er deinen Schuldschein, wo alle deine Sünde von deinem ganzen Leben drauf sind, und das zerreißt ihn. Und ich kann das sagen, es ist ein irres Gefühl, frei zu sein von Verdammnis, frei zu sein von einem schlechten Gewissen. Das ist das Angebot, was Gott dir macht am Pfingsten. Du kannst mal sagen, am Pfingsten, in diesem Jahr, habe ich etwas erlebt. Mein Schuldschein. 20, 30, 40, 50, 60 Jahre ist zerrissen worden. Ich bin frei davon. Ich bin unschuldig. Ich bin heilig gesprochen von Gott. Nicht vom Papst, sondern von Gott. Weil alle deine Sünde weg sind. Und dann bist du in den Augen Gottes heilig. Und dann fängt ein neues Leben an. Ich hoffe für dich, wenn du da bist und kennst das nicht, dass es heute geschieht. Du brauchst keine Kirche. Du brauchst kein Sakramente. Du brauchst Jesus, der Weg, die Wahrheit. Dieser Weg, wie zu Gott geht. Dieser einzigste Weg. Das ist meine Botschaft. Und wenn du das machst, da werden Ströme des lebendigen Wassers von dir wegfließen. Ich arbeite schon mehr als 30 Jahre im Heilungsgottesdienst und habe mal Heilungsgottesdienst im Heilungsgebiet und habe für 4 Kontinente und viele Länder dürfen für Kranke beten. Und öfters, wenn ich für Kranke bete, leg meine Hände und dann spüre ich, wie ein Strom im Geist, ein Strom, wie fließt über die Leute. Und manchmal sehe ich diesen Strom, diese Kraft Gottes, die Kraft der Heilung, wie in die Leute reingeht. Und das kann geschehen durch Kamera, durch viele andere Sachen. Strom fließt. Es werden Ströme des lebendigen Wassers. Das Wasser ist ein Bild für Geist. Ströme des Geistes. Das Wort Strom kennt ihr ja auch vom normalen Strom. Und wenn du wissen willst, ob du an Strom glaubst, wenn ich dir eine Steckdose zeige und sage, ich glaube nicht, dass da Strom drin ist, dann musst du nur deine Finger reinmachen. Dann wirst du glauben, ob Strom drin ist oder nicht. Und es erinnert mich gerade als Kind oder als Teenie oder junger Erwachsene, habe ich gern so Scherz gemacht. Ich habe viele Scherz gemacht. Ich lache gerne in meinem Leben. Und wenn wir dann irgendwo spazieren waren und da war eine Weide und da war so ein Stromnetz drumherum, dass die Tiere nicht raus können gehen, habe ich so gern immer die Hand jemand gegeben, die linke Hand, und mit der rechten Hand habe ich diese Stromkabel berührt.
Es ist kein starker Strom, aber es langt, um jemanden zu überraschen. Und das hat immer so Spaß gemacht, wenn ich jemanden so, hat er nichts gedacht, die Hand gesagt, komm, gib mir mal die Hand. Und mit der anderen Hand habe ich dieses Stromkabel berührt. Und plötzlich hat er so geschrien, was ist denn passiert? Und weißt du, was wichtig war? Dass ich, wenn ich berührt habe und habe eine Person berührt, ich weniger gespürt habe als die Person. Es ist nur durch mich gegangen. Aber bei ihm ist es passiert. Die Heilungskraft ist manchmal wie ein Strom. Und manchmal berühre ich jemanden. Ich habe jetzt mal ein Zeugnis bekommen, das war von der Stadt Lausanne in der Schweiz. Da waren große Veranstaltungen und ich hatte so den Eindruck gehabt, ich soll für Leute beten, aber es war zu viel für alle individuell zu beten. Dann habe ich so eine dritte Reihe, es war so eine Reihe von so 15 Leuten, in der ersten Person gesagt, gib mir mal deine Hand. Und haben gesagt, gib die Hand dem Nachbar, Nachbar. Und haben sich diese 15 Leute die Hand gegeben. Und haben gebetet, dass dieser Strom der Heilung durchgeht. Ein paar Wochen später bekomme ich einen Bericht geschrieben von einem Ehepaar, wie das erste Mal dabei war, wie keine lebendige Christen waren, Mann, Frau und Tochter. Da haben einen Autounfall gehabt. Und in diesem Autounfall ist der jüngste Sohn gestorben und die anderen waren drei verletzt. Und sie waren im Gottesdienst alle drei mit verschiedenen Mangel und Schmerzen auf diese Sachen. Und dann schreiben sie mir, wir waren das erste Mal da, wir haben uns die Hand gegeben und es fließt etwas über uns drei. Wir sind rausgegangen und wir waren alle drei geheilt. Alle drei wurden geheilt, es ist nur der Strom, ist durchgegangen. Der Strom Gottes, der Strom der Heilung kann fließen, wenn Leute sich die Hände auflegen. Es kann geschehen durch Worte. Es kann geschehen, hat mich da durch diese Kamera, durch dieses Bild, durch diese Worte, dieser Strom der Heilung in dein Haus reingeht und trifft dich. Wir sollen nie Gott begrenzen. In der Apostelgeschichte steht geschrieben, dass die Schatten von Petrus, als er spazier gegangen ist, die Schatten von ihm die Leute berührt hat und sie wurde geheilt. Die Schatten. So stark war diese Ströme des lebendigen Wassers in Petrus nach der Auferstehung und nach dem Pfingsten über ihn. Aber ich möchte dir so zwei andere Geschichten noch erzählen. Eine Frau von unserer Gemeinde hat durch einen Unfall einen doppelten Handbruch gehabt. Und sie war im Krankenhaus und sie haben gesagt, das sind so 5-6 Wochen, bis sie Gips tragen muss. Und es war noch ein so richtiger Gips, weil es ein schwieriger Bruch ist und die Hand kann sie dann nicht berühren und bewegen. Zwei Tage später, ich habe bei dieser Frau Hauskreis gehabt, rufe ich sie an und ich wusste, was passiert ist. Und ich fragte sie, ich sagte, Andrea, hast du Glauben, dass Gott dieses Wunder machen kann? Sie sagt, ja. Und dann sagte ich, nimm heute Abend der Hauskreis eine große Schere mit. Da hat sie gesagt, das mache ich. Dann haben wir Hauskreis gehabt. Und nach zwei Tagen hat sie mir wie sie im Krankenhaus rausgekommen ist, hat sie eine große Schere gehabt. Und dann habe ich den Leuten gesagt, glaubt ihr, dass wenn man das aufschneidet und betet, dass Gott ein Wunder tut? Und alle haben gesagt, ja. Und dann habe ich diese Schere genommen, jemand hat mir geholfen, haben diese ganze Gips weggemacht. Und dann haben wir den Gips runtergemacht, wir haben die Hände aufgelegt und wir haben gebetet. Aber der Strom Gottes kam nicht. Und dann war sie da und ihre Hand hat furchtbar wehgetan. Und ich sagte, leg ihn drauf, bewege ihn gar nicht. Und dann kamen mir die Gedanken, was machst du jetzt? Fahrst am Abend ins Krankenhaus, was werden die Ärzte erzählen? Warum haben sie aufgeschnitten? Und die Gedanken kamen. Und ich habe zu Gott gefleht, Gott, mach etwas. Lass uns nicht zu Schande werden. Aber gab kein ein Wort. Und ich habe nur so Eindruck gehabt, wo soll ich jetzt die Gitarre nehmen und wo soll ich Gott anbeten? Und wir haben Gott angebetet und diese Frau hat so seinen Arm liegen lassen, nicht bewegt, weil es schmerzhaft war. Und da wäre ein zweites Lied, spüre ich, wie der Heilige Geist zu mir spricht, Piero, leg dich auf den Boden. Leg dich da auf den Boden, auf den Bauch und bete Gott an. Und ich dachte, was ist das für eine Situation?
da ist ein Tisch, da ist der Teppich, da sind die Leute und es hat nicht geklappt und es ist so unsicher, warum soll ich mich jetzt auf den Boden legen? Und er sagt ein zweites Mal, Piero, leg dich auf den Boden. Und ich lag mich so auf den Boden, Bauch unten. Und plötzlich hatte ich eine Vision, wie Jesus vor mir stand. Und ich hatte so einen Eindruck gehabt, ich soll ihm die Füße küssen. Und ich küsste Jesus die Füße. Und es war wie ein Strom, wie mein Mund berührt hat. Wie ein Strom, wie mein Mund berührt hat. Und ich wusste, jetzt ist es. Und da bin ich aufgestanden, da bin ich zu dieser Person gegangen und habe die Hand geküsst. Diese gebrochene Hand. Und in einer Sekunde ist dieser Strom, wie mein Mund berührt hat, hat ihre Hand berührt. Und in einer Sekunde ist es geheilt gewesen, sie ist aufgestanden, sie konnte diesen Abend noch schreiben, sie konnte ihr Geschirr spülen. Es war sofort geheilt. Der Strom Gottes ist geflossen von den Füßen Jesus auf meinen Mund und ist weitergegangen. Und ich habe öfters erlebt in meinem Leben, ich bin dem Heiligen Geist total gehorsam, wo der Heilige Geist mir gesagt hat, küss eine Person, wo die Ströme der Heilung durch meinen Mund gegangen ist, durch meine Liebe gegangen ist. Ich möchte gehorsam sein, denn da fließt der Strom Gottes. Und die Geschichte hat mich so beeindruckt, dass ich, glaube ich, 3, 4 Monate später in der Schweiz war, in einem Gottesdienst, und dann erzählte ich die Geschichte. Ich erzähle sie. Im Moment, wie ich dann das erzähle, wo dann die Hand geheilt wurde, ich durch diesen Kuss, steht ein junger Mann so, weiß nicht, 25 im Raum auf und er fängt an zu schreien. Ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt und bewegt seine Hand. Dann habe ich ihn vorgerufen. Dann erzählt er, vor 3 Jahren ist er im Winter, wo Schnee war, mit dem Moped gefahren und hat Erfrierung gehabt. Und seine Hand war ganz blau und er konnte sich nicht mehr bewegen. Und er sagt, im Moment, wo du es erzählt hast, dass Jesus deinen Mund berührt hat und du hast sie geküsst, im selben Moment ist wie ein Strom über den ganzen Raum gekommen. Meine Hand ist sofort aufgegangen. 3 Jahre konnte ich sie nicht bewegen. Der Strom der Heilung hat verschiedene Art, dich zu bewegen. Ich glaube an Heilung, weil vor 10, 12 Jahren hatte ich selbst Krebs. Und ganz kurz, ein paar Tage vor der ersten Operation in der Chemotherapie, in einer Sekunde, ein ganz besonderer Moment, ist der Strom der Heilung über mich gekommen. Und ich kam raus und ich war bei den Ärzten und die konnten es nicht glauben, die haben mich nochmal geröntgt und es war nichts mehr vom Krebs da. Der Sonntag drauf stand ich hier. Der ganze Raum war voll. Und es war geplant, dass ich operiert werde und dass ich dann eine Chemotherapie bekomme und dass ich 8 Monate nicht mehr unter Leute darf gehen wegen der Ansteckung. Und dann wollte ich meine Gemeinde sagen, liebe Gemeinde, ich wollte heute jetzt verkündigen, dass ich die nächsten 8 Monate nicht mehr da bin, da ich Krebs habe. Aber es ist falsch. Gestern hat mich Jesus Christus geheilt. In einer Sekunde Strom der Heilung kam. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Im Moment, wo ich es ausgesprochen habe, sah ich von mir, wie ein Strom der Heilung über den Raum geht. 2 Leute waren im Raum drin, die hatten Krebs gehabt. Und im selben Moment wurde die geheilt im Raum drin. Zeugnis geben kann dieser Strom der Heilung in einer Sekunde freisetzen. Die wir jeden Abend am 21 Uhr des Gebets abends schauen. Das ist die Person, die Klavier spielt. Die Person, die singt, ist eine davon. Zeugnis geben kann dieser Strom Gottes fließen lassen. Fließen lassen. Spürst du, dass der Strom Gottes schon langsam kommt? Dass er gerade da, wo du sitzt, da, wo du stehst, hat dich berührt. Es ist der Strom Gottes. Es ist der Strom Gottes, der wie heilt, der wie befreit, der wie der Liebe schenkt. Ich bekam ein Wort
heute Morgen. Und ich sagte, Gott, kann man nicht so ganz machen. Und da musste ich manchmal meine Zweifel wegmachen. Und er sagt mir, heute Mittag, Piero, möchte ich den Strom Gottes auf eine ganz besondere Art fließen lassen. Durch die Kamera in Leute rein. Ich möchte eine ganz besondere Art haben. Und ich möchte euch sagen, und wenn du diesen Glauben hast, dass der Strom Gottes fließen kann durch die Kamera, in dein Zimmer hinein, in dem Raum, wo du gerade hörst, wenn du diesen Glauben hast, dann wird dir Gott etwas verlangen. Weißt du, der Strom, der normale Strom, der wird produziert und der muss in deine Wohnung. Und da braucht man ein Kabel. Dieser Kabel, wo Kupfer drin ist, der bringt, der transportiert diesen Strom. In der Bibel gibt es nur etwas, was durch Strom der Heilige Geist transportiert. Und das ist Öl. In der Bibel haben öfters die Propheten Menschen gesalbt zum König. Die Kraft vom Heiligen Geist ist im Alten Testament fast nur durch Öl gegangen. Im Neuen Testament steht geschrieben, ist jemand krank. Dann ruft er die Älteste und sie solle ihn salben mit Öl, sodass er Vergebung und Heilung bekommt. Heute Mittag, oder ist egal, wenn du gerade das hörst und du hast diesen Glauben, dass jetzt Gott das machen möchte. Jesus sagt einmal, die, die den Herrn lieben, werden wissen, dass das, was ich erzähle, wahr ist oder nicht wahr ist. Dieses Wort möchte ich dir heute geben. Wenn du den Herrn lieb hast von ganzem Herzen in dir drin, dann wirst du wissen, das, was ich jetzt machen werde, dass es von Gott ist. Wir werden jetzt, dass das Lobpreisteam uns das Lied singt miteinander. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Yahweh Rapha. Und ich möchte, dass während diesem Lied du in deine Küche gehst oder an einen Ort gehst und du holst ein kleines Glas Öl. Es ist egal, ob es Olivenöl ist oder anders. Und dann komm zurück. Und dann werden wir etwas machen miteinander. Und dieser Strom der Heilung, der wird zu dir kommen. Und da ist mehr drin als Heilung. Da ist Liebe drin. Da ist Zerbruch. Da ist Vergebung. Da ist die Annahme Gottes drin. Da ist Befreiung von deinen Gedanken, der Angst. Und da ist sogar etwas drin mit Leben. Wie jeder Tod in dir besiegen möchte. Geh, hol dir ein kleines Glas Öl. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Yahweh Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. Du bist der Herr meiner Angst. Du bist der Gott, dass du das Glas in die Hand nimmst und dass du es im Moment erhebst. Ich werde beten, dass dieser Fluss der Heilung, dieser Strom, wie vom Herzen Gottes kommt, von diesem Strom, wie vom Himmel kommt, dein Öl berührt. Aber vorher möchte ich dich fragen, glaubst du, dass Jesus Christus dich lieb hat, so wie du bist?
Glaubst du, dass er heute Mittag dir helfen möchte? Dass er jetzt, wo du gerade dieses Öl in der Hand hast, dich heilen möchte? Glaubst du, dass er dich berühren möchte? Dass heute Mittag am Pfingsten durch dein Glaube, durch seine Hingabe, der Strom Gottes fließen wird in dich hinein. Dass Heilung, dass Liebe, dass Güte Gottes, dass Annahme, dass Friede heute Mittag in dich hineingeht. Glaubst du es? Dann möchte ich etwas machen. Vielleicht klingt es seltsam, aber ich möchte, dass du zwei Finger in dieses Öl reinmachst. Und ich möchte, dass du im Moment auf Gott schaust. Und ich werde jetzt beten, dass gerade wie ganz viele Engel sich hier in diesem Raum sich um mich stellen. Es ist so, wie Gott sagt, das, was es geschieht, soll etwas Heiliges sein. Es ist die Sehnsucht von Gott, dass auf Internet, dass auf YouTube die Kraft Gottes fließt. Es ist so viel Mist, Negatives, wie rausfließt manchmal. Aber Gott sagt, ich werde es benutzen. Meine Kraft wird zurückkommen durch diese Medien. Ich werde zurückholen, was ich ins Leben gerufen habe. Okay, Vater, ich bete, dass die Kraft Gottes, deine Kraft, Vater, ich bete durch Jesus Christus, dass Heilung in dieses Öl reinkommt. Das Öl jetzt, das das Transportmittel ist heute Mittag für Heilung, für Frieden, für die Kraft Gottes. Vater, ich möchte, dass dieses Öl ihre Finger berührt, ihre Hand berührt und dass durch ihr ganzer Körper fließt. Vater, ich möchte, dass ihre Hand eingetaucht ist jetzt. Dass du deine Hand, ihre Hand berührt. Jetzt. Danke, Herr, dass du jetzt Wunder vollbringst in dieser Häuser. Herr, dass du Wunder verbringst, wo Leute vielleicht diese Video erst in einem Monat oder in zwei Monaten bekommen. Dass die Kraft Gottes nie runtergeht von diesem Video und niemand kann die Kraft des Glaubens von diesem Video wegnehmen. Und dass Menschen das anschauen, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig, ob es Muslime oder Buddhisten sind, ob es Atheisten sind. Das Wunder geschehen in der Häuser, dass sie erkennen, dass Gott Gott ist. Dass sie erkennen, dass jedes Knie sich beugen wird vor Jesus Christus. Dass sie erkennen, dass es nur einen Weg gibt. Dieser Gott, wie heilt, soll am Mittag jetzt diese Wunder vollbringen. Hier. Jetzt. Live. Live ist für dich, wenn du es hörst. Und dann kann es einen Moment geben, wo deine Hand rausmachst. Und wenn du Kopfschmerzen hast, liegt deine Hand auf deinem Kopf. Wenn du Rückenschmerzen hast, berühr. Wenn du Knieschmerzen hast, berühr. Lass es fließen. Wenn du da bist und du hast zu Hause ein krankes Kind, einen kranken Mann, eine kranke Mutter, geh hin. Lass fließen. Ströme des lebendiges Wasser. Schütte dieses Öl nicht weg. Vielleicht hast du einen Eindruck, heute Abend jemanden zu besuchen. Vielleicht möchtest du sogar ins Krankenhaus gehen, einen Besuch machen. Und dann nimm dieses Öl mit und leg deine Hände drauf. Und lass die Ströme des lebendiges Wasser ganz neu fließen, fließen und fließen. Lass es fließen. Aus deinem Leib werden Ströme des lebendiges Wasser fließen. Heute, wenn du das hörst, kann ein Heilungsdienst aus deinem Leben passieren. Das kann der Starter sein, heute,
für deinen Heilungsdienst. Und er wird nicht aufhören. Ich glaube, viele Leute sind berufen, um einen Heilungsdienst zu machen. Es gab eine Zeit, wo die Leute nichts hören wollten von Gott. Aber jetzt ist die Zeit da, wo die Leute aufwerten, sich aufmachen für Gott, für seine Wunder, für seine Heilung. Und er möchte dich, aus dir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und ich glaube sogar, wenn du das kopieren kannst oder eine Gemeinde der CD verlangen kannst von uns, wenn du es jedes Mal anhörst, wird ein ganz neuer Schub kommen, weil die Kraft Gottes wird auf diese Videos sein. Und ich möchte noch etwas sagen. Es wird so viel schräge Sachen verteilt. Lerne, gute Sachen zu verteilen. Lerne es, wenn es dein Herz total berührt hat, zu sagen, ich gebe diese Video weiter. Ich schicke sie jemand, wie krank ist. Und ich sage den Leuten, hört das an und dann sag mir Bescheid. Und du wirst überrascht sein, wie viele Leute, wie weit von Gott weg sind. Wie vielleicht Buddhismus gebunden sind oder New Age. Gott liebt sie. Und ich kann das sagen, du wirst überrascht sein, wie viel Kraft kommt. Es ist die Zeit, wo Gott dein Land, wo du wohnst, erschüttern wird. Und in dieser Erschütterung wird ganz neu eine Kraft freigesetzt werden. Mach mit. Es ist die Zeit Gottes. Wir werden hier noch eine Zeit der Anbetung haben. Wenn du gerade spürst, es ist in der Gegenwart Gottes gut und bleibst drin, dann sprich mit Gott. Lass diesen Strom, diese Kraft, wie da ist. Lass sie wirken in deinem Körper. Lass sie wirken in deinem Körper. Es ist, gibt einen Gott, der dich lieb hat. Und der dich heute Mittag besucht hat, bei dir zu Hause. Und das ist der beste Besuch, wie du haben kannst. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Wenn du es nicht weißt, heute Abend um 21 Uhr wird hier unsere Zeit des Gebets sein. Sei herzlich willkommen. Es ist unser 25. Abend heute Abend. Gott segne dich.